Hallo telemediale Freunde, liebe Grüße nach Deutschland. Ich bin in Paradise Valley und bin mit vielen Dingen unterwegs. Natürlich hatten viele spirituelle Workshops, Vorträge. Ich war in Bangkok bei Lichtarbeiterkongressen. Ja, und neben dem, dass wir Lemongrass und Bananen so hier gerade viel bauen und Paradise Valley urbanisiert wird, habe ich hier ein Projekt, das habe ich jetzt in YouTube entdeckt, wo die Pakistanis, die Türken, die Inder, die Thais, alle bauen Free Energy Generator. Und ich habe jetzt auch angefangen, einen Free Energy Generator zu bauen. Das ist die erste Phase. Heute habe ich mal im Probe alles zusammengeschraubt. Morgen wird alles festgeschraubt, nochmal richtig eingesetzt, die Keilriemen angepasst. Und dann machen wir morgen den ersten Testlauf. Also, schaut mal her. Hier habe ich einen Motor, der macht 1440 Umdrehungen mit einem Horsepower, sprich 0,75 kW. Ja, also, es geht dann hier los. Das geht dann über ein Beschleunigungsrad. Und hier, das ist ein 2,5 kW Pelton-Generator. Da haben wir dann schon die 6- bis 7-fache Beschleunigung, also da kommen wir ungefähr auf 9000 Umdrehungen. Dann dahinter sieht man schon die Flywheels und hier vorne nochmal eine Beschleunigungsübersetzung. Der hat dann 3,8. Insgesamt haben wir dann 6,3 kW und hier haben wir die 16-fache Beschleunigung. Also hier kommen wir dann auf 20.000 Umdrehungen. So, im Langsamlauf zeige ich euch mal, wie sich das Ganze übersetzt. Also da ist jetzt nichts festgeschraubt, das ist jetzt noch ganz wackelig, aber es ist mal so alles eingespannt. Also das bedeutet, ja, das sind Magnet-Flywheels, das sieht man, da habe ich einen Imbusschlüssel rangehängt. Und man sieht schon, wie dann, also auch die Flywheels, die werden dann mit einer Geschwindigkeit von 9000 Umdrehungen die Minute da drin rauschen. Die anderen zwei habe ich noch nicht angeschlossen. Also morgen bauen wir das aber alles richtig zusammen. Also, das ist mein Freewheel Generator. Und ich hoffe, die Tage kann ich euch positive Ergebnisse berichten. Also man muss halt mal Erfahrungen sammeln. Es war gar nicht so einfach, die ganze Sache da reinzuhängen. Aber ich sage jetzt zu euch einen schönen Sonntag nach Deutschland and hello to all lightworkers of Thailand. Herz 5 und Hua Chai Ha.